Herzlich willkommen bei Mr. Breikopf. Heute geht es um die neuen Google-Produkte und die neuen Microsoft-Produkte mit dabei. Eine unbekannte Persönlichkeit, doch der Jakob. Mittlerweile wieder mit dabei. Genau, und wir schauen uns die neuen Produkte etwas an. Etwas tiefer gelegt, damit ihr mir auch seht. Ja. Das ist wichtig. Eh klar, weil sonst passen nicht so viele Persönlichkeiten auf ein Ding, ne? Genau. Genau, es geht also, das erste Produkt haben wir schon rechts oben in der Ecke. Die Schrift ist zwar nicht zu lesen, aber es geht eigentlich eh nur um das Bild. Google hat den neuen Nest-Lautsprecher vorgestellt. Auf dem ersten Bild schaut es aus wie so eine AirPod-Akku-Ding, die mit Stoff überzogen ist. Kostet 99 Euro. Es ist der große. Okay. Wie groß? Der große Smart Speaker. Ich schätze, dass er ungefähr so groß wie eine Mineralwasserflasche sein. Okay. Für 99 Euro, es wurde als der beste Smart Speaker oder die günstigste Lösung, um High-End-Audio in der Welt zu kriegen, praktisch in dein Zimmer zu kriegen, vorgestellt. Es waren bekannte Künstler da, die gesagt haben, dass es echt geil klingt. Das Ding. Ja, okay, für Geld sage ich viel. Also, wäre nicht das erste Mal. Genau, interessant ist hier noch, dass der Speaker hat wirklich zwei Lautsprecher innen drin, einen Hochtöner und einen Subwoofer. Also schlecht klingen wird es wahrscheinlich nicht. Aber die steigen beide in dieselbe Richtung ab. Das bedeutet, omnidirectional Audio wird wahrscheinlich schwierig werden. Ja, und hat sich das Google Smart Home schon verbessert oder weiß noch immer nicht, dass 16 größer 20 falsch ist? Ja, Link unten. Schaut euch das Video an, das ist echt ein bisschen peinlich für ein Unternehmen wie Google, dass es das nicht kann. Genau, ich glaube, dass es das gleiche ist wie immer, weil das ist ja nur eine Software-Sache. Ja. Ich glaube, dass sich das nicht verändert hat. Da wird quasi der normale Google, wie heißt der, Google Home? Genau, Google Home. Ich würde sagen, wir schauen gleich zum nächsten Produkt. Ja. Sind die zwei neuen Handys. Wir haben hier das Pixel 5 629 Hacken. Schaut so aus, hat hier oben keine blöde Sensorlücke mehr. Aber halt den Drop drinnen. Genau, hat eine Teardrop-Notch, ob man es braucht. Die Specs sind OLED-Display 90 Hertz, 765G, also kein High-End-Prozessor. 8 Gramm, 128 GB Speicher, also die Standardsachen. Die Frage ist, braucht man wirklich einen High-End-Prozessor? Nee, offensichtlich nicht, deswegen ist sie auch nicht hier drin. Ja. Das Pixel 4 hat ja den 800 da drin. Also 800er Serie, okay. Genau. Ist interessant, mit 5G finde ich einen fairen Deal. Ja, ist hat USB-C, hat keinen Kopfhöreranschluss, das ist so eine Sache, die natürlich fehlt mir ein bisschen. Natürlich gibt es chinesische Hersteller, die da ein bisschen an der Speichschraube noch drehen, nach unten mit der Hardware, aber ja, es ist halt direkt von Google. Es ist ein, ja, schaut's her, so funktioniert unsere Software am besten, nach dem Motto, wie sie andere Hersteller auch machen. Ja. Läuft schon. Und als Top-Feature ist Reverse Wireless Charging, damit du deine Kopfhörer aufladen kannst. Das ist cool. Aber das ist fair. Also, du musst sagen, im Normalfall ist Google ja bei den Pixels sehr mit der Update-Politik dahinter. Das ist schon. Ja, 3 Jahre garantieren sie jetzt noch Software- und Sicherheitsupdates. Das ist jetzt keine 5, sondern noch 3. Also ich hätte 3 Jahre Software, 5 Jahre Sicherheit, hätte ich fair gefunden. Ja, das ist schon immer so. Gut. Vergleichen wir es mit dem Pixel 4a 5G. Also 4a gibt es ja schon, 4a 5G, das kostet 4,99. Was heißt das andere nochmal? 6,29. 4,99, du kriegst gleichen Prozessor, nur 60 Hertz Display. Was hast du bei den anderen PPI? Müsste auch in den gleichen Dreh sein. Also ich vermute, das PPI ist nicht angegeben. Es ist das gleiche Display. Aber das ist vermutlich nicht 90 Hertz, weil es nicht dabei ist. Genau, steht. Es ist 60 Hertz Display, das ist klar. Ausreichend. Dir fehlen 2 GB RAM und dir fehlen 200 mAh. Da finde ich das fast das bessere Deal. Das finde ich ein hervorragender Deal, vor allem wenn der Preis da unten, die 486,40 sind vermutlich jetzt mit geänderter Mehrwertsteuer. Das vermutlich auch, ja. Da muss ich sagen, die 140 Euro für 60 Hertz finde ich super. Und das, was du ein bisschen weniger an Akku hast, gewinnst du, wenn du eh nicht so eine High Refresh Rate hast. Genau, weil das High Refresh Rate frisst halt die 200 mAh. Also das mit 5G vor allem, faire Sache. Also das ist ein wirklich guter Preis. Das ist genau das, wo ich gesagt habe, da drehen halt ein paar andere Hersteller an der Preisstabe. Google macht das scheinbar auch in ihrem Produktline-Up. Gut. Ich würde mir das 4a kaufen. Also persönliche Einschätzung, wenn ich wechseln würde und mich für einen Pixel entscheiden würde, ich würde das 4a nehmen. Gut, dann
das letzte interessante Google-Projekt und das ist der neue Chromecast, ja? Für 69 Euro. Mittlerweile, am Anfang hatte ja Google so ein bisschen das Problem. Die Fernbedienung fällt mir nicht. Ja, ist jetzt Geschmackssache. Die gibt es sogar in Farben. Schau, da hast du die. Bei dem Pinken ist ein bisschen was Pinkes mit dabei und bei dem Weißen ist es weiß cool. Und bei dem Blauen ist es blau. Also, das machen so den Hipster. Bis jetzt hattest du immer ein Problem bei Chromecast, du brauchst immer dein scheiß Handy und musstest alles über Chromecast Web-Apps hinspielen. Ja. Jetzt läuft da Google TV drauf. Nicht das Android TV, was früher gab, sondern Google TV, also ein eigenes. Google TV finde ich sehr interessant, weil jetzt kannst du das Ding auch ohne Handy benutzen. Und das cool ist, es ermöglicht eine komplette Durchsuchung von all deinen Streaming-Apps gleichzeitig. Mhm. Und auch so Vorschläge zu weiter. Du gibst an, was du hast, das ist mega cool. Also quasi, ich logge mich in dein Netflix, Amazon, Disney Plus und schieße mich dort, was es alles gibt, ein. Genau. Und dann mache ich aber auf dem Betriebssystem eine Suche und dann sagt er mir, ja, der Film ist kostenlos. Und das Coole ist, du kannst auch eine dienstübergreifende Watchlist erstellen. Das ist gut. Vor allem, glaube ich, echt praktisch, wenn die Staffel 1 bis 3 bei dem und Staffel 2 bis... So. Ja, ja. Das glaube ich, stelle ich mir echt cool vor. Also, das klingt. Das ist ein faires Produkt, was ich mir sogar überlegt hätte. Und wenn das so zu 20 noch weggehen würden, könnte ich es mir kaufen. Weil ich 70 finde ich schon ein bisschen viel. Was ist denn eigentlich drin? Es ist ein 4-Kern Cortex, ein 2G RAM, Bluetooth AC, WLAN AC, HDR kann es auch. Bluetooth 4.1, hätte man ein bisschen mehr geben können. Ja. Naja. Also ist ein ganz okayer Deal. Es ist okay. Ich finde, es ist 70 Euro, ist halt schon viel. Also ja. Es ist halt irgendwie so, mittlerweile sind die 4K HDR Smart TVs nicht mehr so teuer. Du kriegst für 300 Euro ein HDR 4K Smart TV, da musst du halt überlegen, gebe ich 70 für meinen alten aus. Also das ist halt schon... Das ist halt so, wo ich sage, da ist es dann eben zu teuer, wenn ich sage, 50 Euro, ja. Und ich weiß nicht mehr, wie viel du mittlerweile eine Xbox One S All Digital kriegst. So viel teurer auch, ist es auch. Auch nicht wirklich viel teurer. Also, und der kann das Gleiche. Also, ich kenne den Preis jetzt da nicht bei der, bei der One S Digital, aber der war nicht wirklich teuer. Also 150 wahrscheinlich oder um den Du Weg. Kannst dann nicht das dienstübergreifend suchen. Also du musst dann wissen, in welchem Abo dein Dings dabei ist. Genau. Dann würde ich sagen, wir switchen die Reihe. Microsoft hat ein ganz kleines Update in seinem Produktzyklus gemacht. Jetzt nicht so ein großer Scheiß, sondern ganz, ganz, ganz kleine Updates. Okay, schauen wir sie an. Die haben zum einen vom Surface Pro X, da haben sie die Leistungsfähigkeit extrem verbessert. Die haben nämlich die zweite Generation, hier steht es genau, dem neuen SQ2 Chipsatz. Also die haben eine neuen Prozessor-Generation reingeballert. Gleiches Ding, gleiches Design. Gleiche Specs, nur ein sinnvolles Upgrade. Genau, das wollte ich halt nur erwähnen, weil es ein sinnvolles Upgrade. Es soll über doppelt so schnell sein. Soll jetzt wirklich gut laufen. Ja. Erste Test, da müssen wir noch drauf warten einfach. Genau. Ja, aber ich meine, ist ja gut, wenn sie immer wieder mal upgraden. Du brauchst ja nicht jedes Jahr ein neues, komplett neu entwickeltes Produkt. Es hat immer noch ein stolzer Preis, aber wer neue, moderne Technik will... Solange es aktuell ist, solange die Hardware aktuell ist, ist ja okay. Genau. Und das wirklich neue Gerät, was sie vorgestellt haben, ist das hier, das Surface Laptop Go. Das gibt es in 3 Farben. Wahnsinn, wie sich bei der Farbe auch gleich die Zimmer mit ändert. Wow. Ich muss mir das auch kaufen in 3 verschiedenen Farben. Je nachdem, welche Stimmung das ich habe, will ich mein Zimmer mal haben. Schon cool, oder? Aber es ändert sich ja auch also nicht nur die Farben, sondern auch der Hintergrund. Das Ganze. Ach ja, und die Maus hat auch ein Update bekommen, aber das fand ich zu uninteressant, dass man es erwähnen muss. Ja. Finde die Maus eh nicht gut. Genau. Andere. Das neue Surface Laptop Go ist kleiner. Also im Prinzip sind die 600 Euro inklusive Tastatur? Das Ding ist ein Laptop. Das hat. Ah, du kannst es nicht abklicken? Nein, das ist ein Laptop. Ich dachte, du könntest es wie bei dem Surface Book auch abklicken. Nee, genau. Ah, schade. Technische Daten und so weit. Die haben mich ein bisschen geschreckt, dass ich sie angeschaut habe. Also 12,4 Zoll ist in Ordnung. Die Ports sind auch in Ordnung. Ihr kriegt einen USB, einen USB-C und einen Klinkenstecker. Und auf der anderen Seite habt ihr euren beliebten Surface Connect. Stift geht auch. Ja. Also das was mich ein bisschen geärgert hat, sie stellen die 8 GB Version vor. Aber die billige Version, wenn man jetzt mal auf jetzt konfigurieren geht, hat hier 4 GB RAM nur. Ein i5 ist fair, immer, aber ein eMMC-Speicher ist scheiße langsam. Also die Standardvariante kann man nicht empfehlen. Also das finde ich noch mal frecher als die 4 GB RAM. Bei 4 GB RAM kann man sagen, ja, ist wenig, aber okay. Und aber eMMC-Speicher, never ever, kauft euch das nicht.
kauft euch solche Produkte nicht. Die sollen lernen, dass man sowas nicht reinpackt. Genau. Und das Beste ist auch noch, sie machen ja, ich gehe mal ein bisschen nach oben, Übersicht, sie machen hier unten Werbung mit ihrem Powerschalter. Hier, ihr habt einen Fingerabdrucksensor auf dem Powerschalter, also ihr drückt drauf und dann seid ihr gleich angemeldet und eingeloggt. Diesen Powerschalter, die gibt es auch nicht bei der 4 GB Version mit 64 GB MMC Speicher. Aber ich meine ganz ehrlich, mein 4 Jahre altes China Laptop für 130 Euro hat 64 GB eMMC Speicher drinnen. Also das ist halt echt... Und ich weiß, wie schlimm der ist. Kauft sowas nicht. Das ist halt echt für den Arsch, ne? Wenn wir jetzt anschauen, was kostet das Ganze, wenn du das hier nimmst, kostet es dich 778 Hacken. Also es ist ein... Ist denn die Maus? Nee, nicht dabei. Die Maus kostet noch extra, gelegt, aber ja. Die würden die gern... Die würden sie da gerne nochmal anbringen. Genau, 780 Euro. Finde ich es okay. Das ist halt ein Premium-Preis für einen Laptop. Apple wird jetzt halt für ein i5 8 GB und 128 GB wird Apple 1400 verlangen. Das weiß ich nicht, aber... Vermutlich. Ja, es ist ein stolzer Preis dafür. Es sieht cool aus. Es hat ein bisschen natürlich einen Hipster-Faktor mit dabei. Es gibt ein paar netten Farben. Genau, außer... Außer die 4 GB Version, die gibt es nur in Grau. Ja, okay. Aber komm, das ist eigentlich ein anderes Laptop, muss man sagen. Das ist kein Laptop, das ist einfach, keine Ahnung, da haben sie halt noch irgendwo in der Couch ein paar EMC-Speicher gefunden und sie dachten, wow, da müssen wir ein Produkt draus machen. Keine Ahnung, anders kann ich mir das nicht erklären. Die wollen ja gar nicht, dass du das kaufst. Also, wie gesagt, das waren jetzt die neuen Produkte, sie machen groß Werbung damit. Jetzt können wir gleich, wenn wir schon mal da sind, schauen, was echt die Xbox One kostet. Die One S All Digital. Xbox Series S. Die One Digital, schauen wir uns an. Können wir uns mal anschauen, wie geil, nee, das ist Series S. Aber wo kriegt die One X? Geräte, Xbox. Gibt's gar nicht mehr, Xbox Konsolen. Können wir bitte drüber reden? All Digital 229. Nein, 1 Terabyte, ja, das brauchst. Ja, doch teuer, aber da gab es doch mal ein bisschen. Ja, aber natürlich ist das offiziell, weißt du? Ja, klar. Das heißt, inoffiziell kriegst du das Ding wahrscheinlich für 150 Hacken. Ja, immer gutes Angebot und so weiter. Genau, also da weiß ich, da sieht man halt dann wirklich. Vor allem, da habe ich eine Spielekonsole. Auch noch und ein Streaminggerät. Und da hast du alles. Aber können wir mal kurz drüber reden, wie geil die neue Series X ausschaut? Ich bin ein richtiger Fan von dem Design. Nicht Surface. Neue Series X. Ich bin richtiger Fan von dem Ding. Auf jeden Fall, Mann. Ich finde, der sieht so geil aus. Das sieht so böse aus. Das einzige Problem, was ich halt sehe, ist, dass du das nicht geil in dein Ding reinkriegst. Du kriegst das nicht geil in deinen Schrank wahrscheinlich rein. Ja, es ist relativ hoch, aber du kannst es legen. Also es ist dazu gedacht, dass du es auch legen kannst. Ja, aber dann hast du nicht mal diese geile Turbinenkühlung, Alter. Ja, doch. Alter. Wir werden die schon. Aber ich finde, der sieht einfach geil aus, so gestellt, mega. Ich finde halt geil, die Speichererweiterung ist so ein Terabyte, so ein Putz, weißt du, was du hinten reinsteckst, so blub. Nee, also bin ein richtiger Fan von dem Design. Ich werde mir zwar keine Konsole mehr holen, weil ich für mich entschieden habe, dass es... ich habe einen Gaming-PC und mittlerweile sind die Grenzen da einfach verschwindend gering zwischen Microsoft Gaming, also Windows Gaming-Rechner und Xbox, aber so finde ich das Design. Die sollen einfach einen PC in dem Design rausbringen, würde ich mir sofort kaufen. Und der Kauf ist auf eine Konsole pro Kunde beschränkt. Ja klar, um die Bots rauszugehen. Also wie gesagt, keine Botstocks kaufen. Nochmal, keine Botstocks kaufen. Lasst die Idioten auf ihren Sachen sitzen. Lasst sie auf den Geräten sitzen, ja. Irgendwann, wenn dann wieder verfügbar ist, dann müssen sie auch günstige Preise haben. Dann müssen sie es verramschen, die Trotteln. Alles klar, dann sind wir sogar noch ein bisschen in die Xbox-Reihe abgesucht. Ja, wenn wir schon dabei sind und schon nachgeschaut haben, dann... Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was haltet ihr von den Produkten? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Schaut euch das Video zum Google Home an und genau. Macht's mit uns. Servus. Ciao.